Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne einen E-Scooter vorstellen, der einen enorm starken 500 Watt Motor im Hinterrad hat und zugleich auch einen sehr großen Akku mitbringt. Der Roller ist jetzt schon einige Tage bei mir. Ich habe ihn auch häufiger verwendet als eigentlich geplant. Das liegt daran, dass uns leider seitlich jemand ins Auto auf einem Parkplatz reingefahren ist, so dass unser Zweitwagen jetzt schon eine ganze Weile in der Werkstatt steht. Der Roller hat mich mobil gehalten zum Autohaus hin und zurück. Ich habe kleinere Erledigungen, Einkäufe damit erledigt. Von daher durchaus ein bisschen was an Erfahrungswert aufgebaut und genau das möchte ich gerne mit euch teilen. Bevor wir dazu kommen, aber kleiner Disclaimer. Das ist ein Presse-Scooter, der wurde mir vom Hersteller sozusagen hier für die Vorstellung kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ich bin inhaltlich nicht beeinflusst. Ich habe keinerlei Absprache mit dem Hersteller getroffen. Es ist sogar so, dass ich mich aktiv bei denen gemeldet habe mit der Frage, könnt ihr mir nicht mal so einen Roller zum Testen zur Verfügung stellen und nicht andersrum. Das heißt, ich werde in diesem Video komplett frei und transparent urteilen und keine künstlichen Kaufanreize schaffen, um euch den Roller irgendwie schmackhafter zu machen, als er eigentlich ist. Und so viel schon mal als Spoiler vorab. Das muss ich auch überhaupt gar nicht, weil der Scooter überzeugt mich in den Kerndisziplinen auf jeden Fall sehr. Wir starten mal beim Preis. Die GT-Variante, also der Roller in der Ausstattungsoption, wie ich ihn jetzt hier zum Testen habe, liegt zum Zeitpunkt des Videos bei 1149 Euro. Der hat dann aber auch die größte Batterie drin und damit kommt ihr laut Datenblatt 60 Kilometer weit. Wer sagt, so viel muss es gar nicht sein, der kann vielleicht mal nach der ST-Variante schauen. Die liegt dann bei 949 Euro, also spürbar preiswerter und damit kommt ihr noch 45 Kilometer weit. Oder aber ihr sagt, ich kann da noch ein bisschen weiter nach unten gehen, nämlich mit 35 Kilometern Reichweite. Dann seid ihr bei der LT-Option gut aufgehoben und dann liegt der Roller bei 849 Euro. Das Charmante daran ist, dass der Motor, das eigentliche Kraftpaket, da reden wir gleich nochmal ganz gesondert drüber, bei allen drei Rollervarianten genau der gleiche ist. Hier entscheidet wirklich nur die Batteriegröße und die Frage, ob ihr einen oder zwei Bremshebel habt, aber auch da sprechen wir gleich nochmal drüber. Wenn ihr sagt, das ist immer noch relativ teuer, ich brauche auch so viel Leistung im Motor überhaupt gar nicht, dann könnt ihr mal nach der VX3-Serie schauen. Der liegt preislich nochmal in einem anderen Segment, hat aber eben dann auch einen anderen Motor, aber vielleicht ist das für euch ebenfalls interessant. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis, ich habe euch unten in der Videobeschreibung so einen Rabattcode bzw. Link platziert. Das ist so eine klassische Freunde-Werben-Freunde-Aktion. Das heißt, ihr könnt ein paar Euro sparen, ich bekomme ein paar wenige Euro Provision dafür als Vermittler sozusagen. Das nur als transparenter Hinweis. Geliefert wurde der Roller bei mir mit DPD. Um den eigentlichen Karton war nochmal wie so ein U-Kartonage drum gepackt, mit so zwei Riemen verzurrt, sodass beim Transport da auch nichts passieren kann. Und genauso war es auch, der kam komplett unversehrt bei mir an. Mit dabei, neben dem Roller selbst, habt ihr noch eine Anleitung, eine Datenbestätigung, die ist recht wichtig, weil die braucht ihr nämlich für die Zulassung des Rollers, also um so ein kleines selbstklebendes Kennzeichen zu organisieren. Dann einen Innensechskantschlüssel, um den Roller dann auch zusammenzubauen, auch da reden wir gleich nochmal drüber. Ein Ladegerät, ein sogenannter Commuting Bag, das ist so ein kleines Tütchen, so ein Sack, wo dann auch das Ladegerät und auch noch ein paar andere Zubehörteile reinpassen, wenn man mit dem Roller vielleicht mal im Auto unterwegs ist oder in Urlaub fährt oder was auch immer. Dann eine Handyhalterung, die direkt auch abgestimmt ist auf das Cockpit des Rollers und ein Schloss. Der Zusammenbau ist denkbar einfach. Im Grunde ist alles schon vormontiert. Ich erledige das, was gemacht werden muss, meistens schon im Karton selbst. Das heißt, einfach die oberen beiden Styroporelemente raus, dann die Lenkstange aufgestellt, mit dem Schnapper einmal verriegelt und danach könnt ihr oben den Lenker sozusagen in die Halterung einstecken. Es sind vier Schräubchen dabei. Damit schraubt ihr den Lenker dementsprechend fest. Und das war's auch. Das, was danach noch zu empfehlen ist, einmal den Luftdruck zu überprüfen. Ich habe so einen kleinen Kompressor von Xiaomi. Der ist so klein, dass man den auch problemfrei unterwegs im Rucksack mit dabei haben kann. Beide Reifen sollten auf 3,5 Bar aufgepumpt werden. Das habe ich dann auch getan. Und danach habe ich noch den App Connect durchgeführt. Das heißt, es gibt eine App, einmal für iOS, einmal für Android. Die nennt sich auch einfach dann VMAX App. Ich verlinke die mal unten in der Videobeschreibung. Und sobald ihr die App startet und der Roller angeschaltet ist, finden die sich auch schon per Bluetooth. Das geht rasend schnell und der Scooter wird euch angezeigt und ihr könnt ein paar Dinge durchführen. Das, was vor der ersten Fahrt empfehlenswert ist, ist ein Firmware-Update. In meinem Fall war das auf jeden Fall so. Nach der Bestellung habe ich vom Hersteller dann eine kleine liebe E-Mail bekommen, wo dann eine Datei mit dran war und das ist das Firmware-File, was ihr sozusagen dann braucht, also die Datei. Der Ablauf sieht so aus, dass ihr diese Datei
UI einfach auf eurem Smartphone öffnet in eurem E-Mail-Programm und sagt dann, zum Öffnen nutzt du bitte die VMAX-App. Das heißt, die App öffnet sich dementsprechend und sagt dann auch schon direkt, ja, wunderbar, ich habe ein Firmware-Update für den Roller. Dann sagt ihr nur, bitte ausführen, dann dauert das 2-3 Minuten gefühlt. Auf dem Display des Rollers wird dann auch dementsprechend dieses Status-Update angezeigt und danach ist der Scooter dementsprechend mit aktueller Firmware da. Für was ist es gut? Der Hersteller sagt, einmal für eine optimierte Leistungsabgabe, dann für eine sanftere Motorbremse und zum dritten für die optimierte zulässige maximale Geschwindigkeit. Und ja, ich spoilere schon mal so viel vorab. Der Roller nutzt die vollständige Toleranz des Gesetzgebers in Deutschland aus und läuft wirklich zwischen 21 und 22 km/h und das stabil und dauerhaft. Das ist genau so, wie ich mir das vorstelle. Damit ihr legal unterwegs sein könnt, braucht ihr jetzt noch ein Versicherungskennzeichen. Im Grunde könnt ihr zu jeder x-beliebigen Versicherung gehen. Ich habe mich in meinem Fall für die Hook entschieden. Das ist eigentlich nicht mein Standardversicherer, aber die haben sehr, sehr preiswerte E-Scooter-Versicherungen. Man kann das direkt auf der Webseite abschließen oder kann auch zu einem Hook-Berater vor Ort gehen. Das hat den Charme, dass ihr direkt dieses kleine klebbare Kennzeichen mitbekommt und könnt direkt loslegen. Ich habe jetzt, glaube ich, 14, 15 Euro so die Kante bezahlt für den Rest des Jahres. Das wird immer von März bis März berechnet. Ihr braucht also einmal im Jahr dann ein neues Kennzeichen und für den Rest jetzt irgendwie um die 15 Euro. Das ist vollkommen in Ordnung. Zur Anmeldung braucht ihr eine Datenbestätigung, falls ihr das Kennzeichen online beantragen möchtet. Sowas bietet die Hook zum Beispiel auch an. Ich habe keine Kooperation mit denen oder so, sondern nutze die einfach nur selbst. Dann müsst ihr in so einem Online-Tool nach dem Herstellercode suchen. Und da trägt man intuitiv wahrscheinlich VMAX ein und findet darunter aber keinen E-Scooter-Hersteller. Ihr müsst NTP eintragen, das steht für New Tech Products. Anscheinend nutzt der Hersteller derzeit diesen Partner, um den Roller eben dann beim Kraftfahrzeugbundesamt zu registrieren. Ich habe gehört, das soll sich wohl irgendwann auch ändern, dass der wirklich unter VMAX auftaucht. Spielt ja auch gar keine Rolle. Ihr müsst das eben nur wissen. Dann reden wir mal über den Roller selbst. Ich habe mir aufgeschrieben, dass alles enorm hochwertig und stabil wirkt. Die Schweißnähte sind alle super sauber. Das muss aber auch der Fall sein, weil der Roller maximal belastbar ist bis 130 Kilo. Das heißt, auch wenn ihr mal einen Rucksack aufhabt mit ein paar Lebensmitteln drin oder was auch immer, oder ihr seid selbst einfach schwerer, so wie ich, dann ist das natürlich ein enormer Vorteil, wenn der Roller das auch offiziell fortbewegen darf. Das, was bei mir der Fall war, hinter dem Scheinwerfer vorne ist so eine kleine Blende und die hat ein bisschen gewackelt und ich musste feststellen, dass da zwei Schräubchen gefehlt haben. Ich habe den Hersteller daraufhin kontaktiert und habe direkt einen Tag oder zwei Tage später ein kleines DPD-Paket bekommen mit einem Säckchen mit verschiedenen Schrauben. Das heißt, die Ersatzteilverfügbarkeit, und da könnt ihr im Online-Shop auch mal nachschauen, die ist extrem gut. Im Grunde könnt ihr einen kompletten Roller an Ersatzteilen zusammen kaufen und dann zusammenbauen. Das ist, wie ich finde, nicht unerheblich. Gerade wenn mal was kaputt geht, dann habt ihr auf jeden Fall eine gute Ersatzteilverfügbarkeit und danach war dann auch diese kleine Blende sofort entsprechend fixiert. Die Griffe sind sehr schön ergonomisch. Das liegt wunderbar in der Hand, aber, und das habe ich festgestellt, wenn ihr mit so ein bisschen Kraft dran dreht, dann könnt ihr die Griffe, diese Gummigriffe einfach um sich selbst drehen. Beim Fahren stört das überhaupt gar nicht. Es wäre mir aber aufgefallen. Für die Beschleunigung habt ihr ein sogenanntes Daumengas. Das kommt bei ganz, ganz vielen Rollern in dem Bereich zum Einsatz. Das lässt sich super gut bedienen. Ich bin eine längere Strecke damit gefahren, also gute 30 Kilometer am Stück und muss ganz klar sagen, das war selbst nach dieser Zeit nicht so ermüdend, dass ich gesagt habe, ich kann den Gashebel nicht mehr weiter bedienen. Man kann sogar so ein kleines bisschen mit der gesamten Hand, also mit dem Bereich hier, um diesen Gashebel drumherum greifen und kann den einfach so ein bisschen festhalten, wenn man den Daumen mal kurz entspannen will. Das geht aus meiner Sicht wirklich vollkommen in Ordnung. An diesem Gashebel selbst sind zwei Knöpfe dran. Einmal ein An-Ausschalter, also lange draufdrücken, Roller an- und ausschalten. Wenn ihr kurz draufdrückt, könnt ihr den Fahrmodus wechseln. Einmal den Eco-Modus und einmal den Sport-Modus. Und zum anderen könnt ihr auf einer zweiten Taste das Licht an- und ausschalten. Das ist da dementsprechend ebenfalls möglich. Dann das Display, das ist zentrisch in der Mitte platziert, gefällt mir sehr gut, ist auch bei Sonne relativ gut ablesbar, habe ich festgestellt. Das liegt daran, dass über dem Display oben drüber wie so eine Art getöntes Plastik nochmal ist. Das ist durchaus kratzerempfindlich oder anfällig, das muss man wissen, aber dadurch ist das Display trotz Sonne ganz gut ablesbar. Es ist aber so, wenn ihr zum Beispiel diesen Sportmodus aktiviert, dann wechselt die LED-Farbe von weiß ins rötliche rein und da muss man ganz klar sagen, diese rote Farbnuance erkennt man dann im hellen so nicht mehr ohne weiteres, aber die ganz normale Anzeige, wie schnell man fährt und ob das Licht an ist und all die
die Dinge erkennt man dann auch problemfrei und gut. Das Gewicht liegt bei 18,5 Kilogramm. Das ist, wie ich finde, ein sehr guter Kompromiss aus dem, was das Teil auf die Waage bringt und der Stabilität, die damit einhergeht. Natürlich würde ich den jetzt nicht über Kilometer in einer Hand tragen wollen, aber dafür ist so ein Roller ja auch gar nicht gebaut. Ich will damit ja auch fahren, aber einfach nur mal, um ihn kurz zusammenzuklappen, in den Kofferraum hinten reinzulegen oder in die Straßenbahn mit reinzutragen, Dinge dieser Art, finde ich, ist bei dem Gewicht noch vollkommen problemfrei. Der Klappmechanismus selbst ist ebenfalls vollkommen problemfrei und stabil sogar. Das heißt, ich kann den Roller dementsprechend einfach vorne mit einem Griff, also ich ziehe so eine Nase nach oben, kann das aufklappen, kann den gesamten Roller zusammenklappen. Im hinteren Bereich habe ich dann wie so eine kleine Klammer, die sich auf dem Schutzblech oben reinsetzt. Das ist auch stabil genug, um den Roller damit wirklich dann auch hochheben und rumtragen zu können. Der Haken sitzt sehr, sehr sicher. Was aber nicht gegeben ist, ist, dass die Lenkstange an sich nochmal klappbar ist. Das heißt, ihr habt beim Transport gerade im Kofferraum natürlich dann die gesamte Breite des Rollers inklusive Lenker sozusagen. Das muss man ganz einfach wissen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich, weil ich diesen oder keinen Klappmechanismus habe, eine sehr, sehr hohe Stabilität dann eben auch beim Fahren. Das Trittbrett gefällt mir sehr gut. Da ist so eine richtig schöne dicke Gummischicht oben drauf. Selbst wenn ich mal in nassen oder schlammigeren Umgebungen fahre, habe ich damit mit dem Schuh einen sehr, sehr guten Halt. Auf jeden Fall habe ich das so festgestellt. Man muss sagen, dass dieses Trittbrett jetzt nicht unbedingt super breit ist, sodass ich ganz bequem mit beiden Füßen nebeneinander auf dem Roller stehen kann. Aber es ist immer noch so breit, dass ich da keinen Komfortverlust sehe. Ich fahre meistens so, dass ich einen Fuß ein bisschen weiter hinten stehen habe und den anderen dann vorne. Dann ist es sowieso überhaupt kein Problem. Ich kann sogar beide Füße nebeneinander stellen. Dann schauen sie rechts und links eben so ein bisschen, je nach Schuhgröße auf jeden Fall. Ich habe Schuhgröße 46, dann übers Trittbrett drüber. Aber das geht noch vollkommen in Ordnung. Das Fahrgefühl, und das ist das allererste, was man merkt, wenn man auf den Roller aufsteigt und die ersten Meter damit fährt, ist sehr, sehr sicher. Ich habe ja ganz oft so die Situation, dass ich dann plötzlich doch mal beim Abbiegen eine Hand raushalten muss. Das heißt, ich muss ein paar Meter dann auch eben mit nur einer Hand am Lenker fahren können. Und ich muss ganz klar sagen, der Roller vermittelt so eine Ruhe, so ein gutes, angenehmes Fahrgefühl, so dass ich damit überhaupt keine Probleme habe. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, von allen Rollern, die ich aktuell im Einsatz habe, fühle ich mich auf dem am sichersten, rein so subjektiv vom Gefühl her. Ein Seitenständer ist natürlich auch dabei, der ist sehr schön stabil, der hält den Roller auch selbst, wenn ich irgendwo am Berg mal abstelle, dann problemfrei. Das hintere Schutzblech, habe ich mir aufgeschrieben, ist schön weit nach unten gezogen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ihr mal durch Matsch, durch Schlamm oder auch einfach nur auf einer nassen Fahrbahn fahrt. Also ihr werdet eben nicht sofort vollgespritzt. Ich habe mir aber ebenfalls aufgeschrieben, dass es, obwohl es so weit nach unten gezogen ist, trotzdem, wenn ihr einen Bordstein runterfährt oder ich habe ihn mal so Treppenstufen von der Hand sozusagen dann einfach runtergeschoben, da bleibt ihr nicht irgendwie mit dem Schutzblech dann an der Stufe oder am Bordstein hängen. Von daher ist auch das, wie ich finde, ein sehr guter Kompromiss. Mir ist aber aufgefallen, dass das Schutzblech ein kleines bisschen wackelig ist, wobei wackelig wahrscheinlich zu viel gesagt ist. Es ist schon in sich sehr feste, aber wenn ich über Passagen fahre, wie beispielsweise Kopfsteinpflaster oder eben andere stärkere Unebenheiten, dann hört man irgendwann, dass das Schutzblech anfängt so leicht zu vibrieren und ich habe dadurch so ein Surren, sage ich jetzt mal, so ein leises, was vom Schutzblech ausgeht. Das ist nicht wirklich tragisch, das ist bei normalen Untergründen noch gar nicht der Fall, aber wenn ich mal durch irgendwie dann ein tieferes Schlagloch durchfahre, dann hört man ganz kurz so ein Brrr, also wie so ein Brummen einmal vom Schutzblech ausgehend, damit wir da eben auch einmal drüber gesprochen haben. Ich glaube aber, zukünftig soll das Schutzblech sogar überarbeitet werden, so dass da irgendwie ein anderes Teil zum Einsatz kommt, was dann diese Vibration in der Form nicht mehr hat. Habe ich gehört, muss man abwarten, aber selbst im jetzigen Zustand ist das überhaupt kein Problem aus meiner Sicht. Einen ordentlichen Schutz gegen Staub und Wasser bekommt ihr ebenfalls. Der Hersteller bewirbt einen IP56 Schutzgrad und ich habe ein bisschen gegoogelt. Die 5 steht für geschützt gegen Staub in schädigender Menge und die 6 steht für Schutz gegen starkes Strahlwasser. Was will man mehr? Das heißt, auch einer Fahrt
im Regen steht hier nichts im Wege. Die Reifen sind recht groß, nämlich 10 Zoll und das sind sogenannte Tubeless-Reifen. Das heißt, da ist also kein Schlauch drin. Das ist für den Abrollkomfort oder auch die Federwirkung, wie ich herausgefunden habe, ein riesen Vorteil. Natürlich ist es so, dass das jetzt nicht zu vergleichen ist mit einem vollgefederten Scooter. Ich habe ja zum Beispiel auch den IOHawk Legend, der hat vorne und hinten eine Feder. Natürlich fahre ich da über Schlaglöcher nochmal anders mit drüber, aber im direkten Vergleich muss man sagen, ist das eine hervorragende federnde Wirkung, die ich hiermit habe. Insbesondere auch, wenn ich den korrekten Druck wähle und ich habe es am Anfang ja schon mal gesagt, empfohlen werden hier 3,5 Bar. Eine Beleuchtungseinrichtung ist natürlich ebenfalls mit an Bord und zwar einmal vorne und hinten eine LED-Lampe. Der Roller ist, wenn ihr damit im Dunkeln unterwegs seid, gut erkennbar. Das heißt, diese LED-Lampe hinten, die ist so hell, dass man den Scooter wirklich gut erkennt. Und auch das vordere LED-Licht lässt sich von der Position so einstellen, dass ich entweder ein bisschen weiter in die Ferne leuchte oder eher punktuell den Bereich direkt vom Roller ausleuchte. Das ist jetzt nicht das hellste Licht, was ich je an einem Fahrrad oder an einem E-Scooter gesehen habe, aber es ist so ausreichend hell, dass ich sage, problemfrei fahre ich damit auf einer stockdunklen Straße, selbst wenn da keine Beleuchtung von anderen Straßenlaternen oder was auch immer ist. Also das geht vollkommen in Ordnung. Dann sprechen wir mal über eines meiner persönlichen Highlights bei diesem Roller und zwar den Motor. Hier kommt ein 500 Watt starker sogenannter Brushless Motor zum Einsatz. Es gibt im Grunde zwei Fraktionen. Es gibt einmal die Brushless Motoren und dann gibt es noch die Brushless Motoren mit Getriebe. Da ist so eine Art Planetengetriebe mit drin. Falls ihr das Video von dem IOHawk Legend gesehen habt, da kommt eben so ein Getriebe zum Einsatz. Dann ist der Roller auch wirklich hörbar. Gerade wenn er irgendwo in eine Steigung reinfährt, dann hört man das doch deutlich. Das habt ihr bei diesem Scooter hier nicht. Der ist flüsterleise und zwar egal, ob ihr damit bergauf, bergab auf der Ebenen fahrt, ihr hört diesen Motor überhaupt gar nicht. Und man muss ganz klar sagen, deswegen auch Highlight, dieser Motor ist allererste Sahne. Ich habe mit 500 Watt das Maximum der deutschen Gesetzgebung ausgenutzt. Ich darf für so einen kleinen E-Scooter eben keinen Motor über 500 Watt fahren. Hier ist es sogar so, dass der bis zu einer Spitzenleistung von 1300 Watt nach oben gehen kann. Und wenn ihr die App offen habt beim Fahren, dann seht ihr das auch, wenn ihr wirklich in den Berg reinfahrt, dass die Spitzenleistung also deutlich über den 500 Watt liegt, sogar deutlich in der Regel über 1000 Watt und auch über längere Zeiträume deutlich über 1000 Watt. Und damit fahrt ihr wirklich alle Berge hoch. Man schaut mich an, ich bin kein Leichtgewicht. Ich komme aus einer hügeligen Umgebung und hier sind Berge mit dabei. Da haben andere E-Scooter wirklich nicht mal, also sind sie in den Ansatz der Steigung reingekommen und dieser Roller hier hat mich bis komplett oben auf den Gipfel der höchsten Erhöhung hier bei uns in der Gegend gebracht. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das möglich ist. Ich dachte, ich brauche dafür einen Getriebemotor wie beim IOHawk Legend zum Beispiel. VMAX hat mich vom Gegenteil überzeugt. Das kann ein ganz normaler, leistungsstarker Elektromotor ebenfalls schaffen. Allererste Sahne. Das gleiche gilt natürlich dann auch für die Beschleunigung. Also ihr stellt euch da drauf und drückt einmal das Daumengas durch und ihr habt so ein Grinsen im Gesicht. Die Beschleunigung ist wirklich unfassbar gut. Sogar so gut, dass ich sagen würde, da muss man sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen und auch gut festhalten. Sonst reißt es einem ruckzuck vom Roller runter. Ich kann natürlich auch sanft Gas geben, da ist es kein Problem. Aber was macht man als Mann natürlich einmal voll drauf und gucken, was geht. Und dann hat man direkt das besagte Grinsen im Gesicht. Steigungen werden hier bis zu 25% laut Hersteller abgedeckt. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt. Ich dachte nicht, dass ich wirklich solche Berge ohne Getriebemotor im Rad hochkomme. Aber das ist vollkommen problemfrei möglich. Die Endgeschwindigkeit liegt bei fast immer 22 km/h. Es ist in Deutschland ja so, ich darf maximal 20 km/h fahren und habe dann noch 10% Toleranz. Das sind 22 km/h. Und der Hersteller nutzt das wirklich vollständig aus. Also im Display pendelt es immer so zwischen 21 und 22 km/h. Wenn ich mir dann mal eine GPS-Messung anschaue, da gibt es ja diverse Apps für, dann sehe ich das gleiche Ergebnis. Ich pendle immer zwischen 21 und 22 km/h. Das ist allererste Sahne. Und vor allem habe ich auch, wenn ich dann in dieser Geschwindigkeit fahre, nicht das Gefühl, dass der Roller mal wieder beschleunigt, um auf die Endgeschwindigkeit zu kommen und dann einfach wieder so ein bisschen einen zurückfallen lässt und dann wieder beschleunigt. Also so ein unruhiges Fahrgefühl. Das habe ich hier überhaupt gar nicht. Die Elektronik ist so sauber abgestimmt, dass ich wirklich permanent diese Geschwindigkeit angenehm fahre, ohne irgendwelche Ruckler zu spüren. Und dann ist es so, wenn ihr bergrunter fahrt und lasst einmal diesen Gasgriff, diesen Gashebel vollständig los, dann scheint der zu entkoppeln und ihr rollt einfach nur. Und ihr rollt wirklich, wirklich schnell. Und ich habe trotzdem durch die enorme Geschwindigkeit
Geschwindigkeit, also da sind 40 km/h, sind da überhaupt kein Thema, habe ich trotzdem nach wie vor ein sehr sicheres Gefühl auf diesem Roller. Also das kann ich nicht anders sagen. Ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Also der Motor ist ein ganz, ganz klares Highlight in diesem Roller. In dem Zusammenhang müssen wir dann natürlich auch direkt über die Bremsanlage sprechen, weil wenn ich schnell unterwegs bin, dann muss ich auch schnell wieder zum Stehen kommen. Und der Weg, den der Hersteller hier eingeschlagen hat, den finde ich sehr spannend. Ihr habt bei der GT-Variante nämlich zwei Bremshebel. Auf der rechten Seite habt ihr eine sogenannte elektrische Rekuperationsbremse. Das heißt, sobald ihr diesen Hebel zieht, wird dem Motor mitgeteilt, hey, mach mal langsamer. Und dann habe ich im Prinzip, anstatt dass der Motor sich dreht und beschleunigt, das Gegenteil, die Magnete da drin, beziehungsweise die Elektronik da drin, die bremsen den Motor dann aus. Das ist nicht so, dass ihr an dem Hebel zieht und das Hinterrad sofort blockiert und der Roller sofort zum Stillstand kommt, sondern das ist ein angenehmes Verzögern. Ein Verzögern in der Form, dass ich sage, ich rolle auf eine Kreuzung oder auf eine Ampel zu und möchte einfach an Geschwindigkeit verlieren. Dann ziehe ich diesen Hebel und er ist auch wirklich drucksensitiv, sage ich mal. Also wenn ich den ein bisschen ziehe, dann bremst der wenig und wenn ich den voll ziehe, dann bremst der deutlich, deutlich mehr. Und das so sanft, dass es zu keiner Zeit, wenn ich das nicht möchte, zu einem vollständigen Blockieren des Hinterrades kommt. Also das gefällt mir sehr gut, zumal das natürlich auch eine verschleißfreie Bremsoption ist, weil vorne ist eine Trommelbremse verbaut, da reden wir gleich nochmal drüber, und die entlaste ich natürlich sehr, sehr stark, wenn ich viel eben mit dieser hinteren Rekuperationsbremse bremse. In der Kombination, um den Roller wirklich schnell zum Stillstand zu bringen, reicht die Bremse hinten natürlich nicht aus, sondern ich brauche in der Kombination die Vorderbremse dazu und da kommt eine Trommelbremse zum Einsatz. Es ist so, dass die per Standard, als der Roller kam, so eingestellt war, dass wenn ich die Bremse gezogen habe, bin ich immer noch relativ weit gerollt, bis der Roller irgendwann zum Stillstand kam. In der Bedienungsanleitung steht drin, dass vorne so eine kleine Schraube sozusagen am Vorderrad dran ist und die drehe ich einfach ein paar Mal rein und damit spanne ich die Bremse sozusagen vor, beziehungsweise sorge dafür, wenn ich am Bremshebel ziehe, dass die sehr viel schneller und direkter greift. Und mit diesen paar Umdrehungen bin ich in der Lage, wenn ich an beiden Bremshebeln ziehe, super schnell und sicher zum Stand zu kommen und das sogar wirklich bergunter, also diesen steilen Berg mit 40 km/h runtergefahren, mal so eine Testbremsung gemacht, voll in die Eisen gegangen. Es ist nicht so, dass dann der Roller sofort irgendwie hinten blockiert, ausbricht oder so. Das war ein sehr angenehmes Bremsen und ich bin schnell zum Stillstand gekommen. Also das gefällt mir sehr, sehr gut, zumal ich gelesen habe, in der Vergangenheit bei den vorhergehenden Generationen gab es wohl da einige, die gesagt haben, die Bremse war zu scharf eingestellt, vor allem auch die elektronische im Hinterrad. Da muss man ganz klar sagen, da hat der Hersteller offensichtlich so gut nachgebessert, dass das überhaupt kein Thema ist. Auf jeden Fall mit meinem Fahrergewicht kein Thema ist, so dass ich hier sicher und gut zum Stehen komme. Wenn ihr die Trommelbremse vorne mit dem linken Hebel bedient, dann ist es so, dass der Scooter nicht nur vorne bremst, sondern er bremst auch gleichzeitig hinten noch mit. Das heißt, im Grunde kann man sagen, wenn ich nur den rechten Hebel betätige, dann bremst er nur rekuperativ hinten und führt in dem Moment sogar Strom in den Akku zurück. Das sieht man sogar auch in der App. Das ist sehr spannend. Und wenn ich die linke Bremse betätige, dann bremst er vorne per Trommelbremse und bremst aber auch gleichzeitig hinten nochmal rekuperativ mit. Und wenn ich wirklich voll in die Eisen gehe mit beiden Bremsen, dann ist die gesamte Bremsanlage sozusagen von ihrem Potenzial ausgeschöpft und ich komme super schnell und sicher zum Stehen. Dann sprechen wir mal über den Akku und der ist im GT, wie am Anfang erwähnt, wirklich ordentlich groß. Wir haben ein 48-Volt-System mit 16.750 mAh. Die Ladezeit beträgt 500 Minuten. Das ist für einen E-Scooter total üblich. Und ihr habt laut Herstellerangabe 60 Kilometer Reichweite damit. Jetzt ist es natürlich so, dass immer die Frage ist, wie warm ist es an dem Tag? Wie schwer seid ihr als Fahrer? Fahrt ihr primär wirklich irgendwie gerade Strecken oder habt ihr ganz, ganz viele hügelige Bereiche mit dabei? Ich meine, schaut mich an. Ich bin eigentlich ein exemplarisch dafür, dass ich nicht der Norm entspreche. Ich bin groß, ich bin schwer, schwerer als der Durchschnitt mit Sicherheit und ich komme aus einem Bereich, der sehr hügelig ist. Jetzt muss man sagen, der Akku gewinnt mit der Zeit natürlich, wenn er ein paar Mal aufgeladen wird, irgendwann erst seine volle Ladung bzw. seine volle Kapazität und dennoch bin ich so beeindruckt von dem, was ich hier gesehen habe, damit ihr es mal so im Verhältnis sehen könnt. Ich habe speziell am Anfang wirklich ganz, ganz häufig diese starken Steigungen getestet, um zu sehen, was der Motor so hergibt und war dann am Ende von diesen gesamten Tests bei 45 Kilometern und hatte noch zwei Balken Akku laut Display damit drin und das ist
ist gigantisch. Ja, meine, wie gesagt, ich bin schwer. Ich bin wirklich viele Hügel hochgefahren. Und da muss man ganz klar sagen, das konnte mich jetzt schon total überzeugen. Natürlich werde ich das in den nächsten Wochen auf Herz und Nieren testen müssen und auch schauen, was da letztlich bei rumkommt, auch dann über die Zeit, wenn ich mal wirklich am Stück lange Passagen fahre. Ich werde euch da in meinem Langzeitfazit auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Aber das, was ich bisher gesehen habe, ist so, dass ich sage, der Hersteller übertreibt überhaupt gar nicht. Vielleicht untertreibt ihr sogar so, dass mehr möglich ist als das, was im Datenblatt drinsteht. Das ist auf jeden Fall aktuell mein Gefühl. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Also auch längeren Ausfahrten steht überhaupt gar nichts im Wege. Bevor wir zu meinem Vorabfazit kommen, sprechen wir noch ganz kurz über die App. Ich finde die sehr, sehr aufgeräumt. Ihr habt ein paar Standarddinge, die ihr in der App einstellen könnt, wie zum Beispiel den Modus. Also wollt ihr in diesem Eco-Modus oder in dem Sport-Modus fahren. Ihr könnt in der App das Licht ein- und ausschalten. Ihr könnt zwischen Kilometern und Meilen wechseln. Und ihr könnt den sogenannten Zero-Start aktivieren. Per Standard ist der Scooter im Kickstart. Das heißt, ihr müsst erstmal einmal mit dem Fuß sozusagen ankicken, damit ihr losrollt und dann könnt ihr erst Gas geben. Ihr könnt aber auch den Zero-Start aktivieren und dann stellt ihr euch drauf, zieht am Gas und er fährt direkt mit los. Natürlich ist das gefährlicher, wenn man da mal nicht dran denkt, kommt an den Gashebel dran, dann kann der einfach unter einem mal wegsausen. Auf der anderen Seite ist das aber ein wirklich komfortables Fahren. Müsst ihr selbst entscheiden. Machbar ist das auf jeden Fall. Ebenfalls integriert in die App ist eine Wegfahrsperre. Es ist so, wenn ich das per Button aktiviere und den Roller dann wegschieben möchte, dann spüre ich einen deutlichen Widerstand im Hinterrad. Also der ist so stark, dass wenn ich den wegschieben will, dass das Rad wirklich dann blockiert. Natürlich kann der von jemand weggetragen werden, aber in dem Zustand piept er auch permanent, sobald er nur ein bisschen bewegt wird. Das versteht der Hersteller hier unter einer Wegfahrsperre. Finde ich gut, dass sowas mit dabei ist. Ob jemand deswegen den Roller aber nicht unter den Arm packt und mit wegnimmt, sei mal dahingestellt. Also ich würde ihn auf jeden Fall immer mit einem ordentlichen Schloss anketten. Aber wie gesagt, integriert ist das. Und damit kommen wir zu meinem Vorabfazit. Ich werde natürlich noch weiter testen und mich dann mit einem Langzeittestbericht wieder bei euch melden. Aber das, was ich aktuell gesehen habe, und ich denke, ihr habt es in den verschiedenen Rubriken wahrscheinlich ja auch schon rausgehört, ist doch sehr, sehr vielversprechend. Wenn ihr die 1.149 Euro habt und in die Hand nehmen wollt, bekommt ihr aus meiner Sicht einen wirklich guten, stabilen Roller, der über eine ordentliche Reichweite verfügt und der mehr als satt Leistung hat. Hier müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen, wenn ihr vielleicht, wie ich, ein bisschen mehr auf die Waage bringt oder aber wenn ihr wirklich Hügel auch mal hochfahren wollt oder stärkere Steigungen mit dabei sind auf dem Weg zur Arbeit oder wohin auch immer. Der zieht da einfach durch und zwar geräuschlos durch. Also das ist eine wahre Pracht, das muss man ganz klar sagen. Auch längere Strecken, ja, sind damit überhaupt gar kein Problem, einfach aufgrund des Akkus. Wer dann sagt, naja, die Leistung hätte ich schon ganz gerne, aber ich muss damit nicht so weit fahren können, der kann dann zu den besagten preiswerteren LT- und ST-Optionen greifen, bekommt ein ähnliches Package, aber etwas weniger Reichweite und kann damit nochmal bares Geld sparen. Also ich muss ganz klar sagen, von mir bekommt der Roller eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung und ich garantiere euch, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, das sage ich nicht, um irgendwelche Kaufanreize zu schaffen, weil ich jetzt irgendwie 3,80 Euro Provision damit verdienen möchte, sondern das ist wirklich meine volle Überzeugung, das kann ich ganz klar sagen. Das Paket, was man hier bekommt, ist ein sehr, sehr gutes. Das soll es dann auch gewesen sein. Ich hoffe, das war für euch ein bisschen spannend. Falls das so war, würde ich mich über einen Daumen nach oben für dieses Video und auch ein Abo auf meinem Kanal freuen. Bleibt gesund und wir sehen uns dann hoffentlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!